Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Wir sehen könnt, wir sind ja in der Aufnahme ein bisschen runtergefallen, Meldung auf ein bisschen zerlegen. Und ich versuche gerade hier quasi nicht ausrüsten. Nein. Warum möchte ich das bitte ausrüsten? Ich wollte es eigentlich zerlegen. Okay, Moment. Das ist echt eine Sache für sich. So, noch einmal. Zerlegen, mitnehmen. So, danke. Leer. Haben wir da noch irgendwas drin? Ja, die Glühbirne haben wir hier noch drin. Zerlegen. Ja, yeah, das kann man auch zerlegen. Warum nicht? Amboss. Zerlegen. Eisentür zerlegen. Bekommen wir zumindest noch unser Zeug zurück. So. Wie komme ich jetzt hier effektiv wieder raus? Ich müsste nach oben bauen. Was gerade nicht so ganz einfach ist, weil ich auch keinen Platz für irgendwas habe. Hey. Zerlegen, so. Dann bitte 10 Stück davon anfertigen. Und kurz ein paar Sekunden warten. In der Zwischenzeit... Ja, wir können nichts reparieren, gell? Abgeordnet. Reparieren, dankeschön. Das wäre noch eine Option. Was können wir noch machen? Fällehammer abzugeben? Nicht so viel, nicht so viel. Erfahrungspunkt haben wir auch schon verwendet. Cap, yep. Brauchen wir gerade irgendwas trinken? Ja. Ich bin durstig, sagt er mal. Dann benutzen wir doch das mal. Glas ist runtergefallen, macht nichts an der Stelle. Solle. Ein Glas sollte ja quasi keine Rolle spielen. So, dankeschön dafür. Gerade sagen, hör auf, weiter zusammenzukrachen. Das ist was, kann ich gerade nicht brauchen. Duke. Das könnte vielleicht was sein. Rezepte kann ich jetzt gerade. Also Vera Creme, okay. Dann ist es egal. Dann ist es egal. Zerlegen. Die Teile hätte ich aber gerne. Die hätte ich richtig gerne sogar. Benutzen. Das ging nach dem Plan. Und das hier zerlegen. So. Okay, das heißt, wir müssen nur wieder nach oben kommen. Ah. Wo ist es denn genau über uns? Okay. So. Wenn wir es kaputt machen, dann machen wir es gleich richtig kaputt. Für zukünftige Generationen. Und zumachen. Ah, endlich draußen. Das hätte nämlich auch jetzt richtig noch böse von uns ausgehen können. Wenn wir uns irgendwas brechen können, das wäre natürlich komplett unschön gewesen. Eieie. Was haben wir gerade? Oh. Wir haben schon 17 Uhr. Okay, es wird nachher Nacht. Es wird nach und nach Nacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange hier bleiben würden. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so quasi so viele, aber wir müssen es erstmal hochklatschen danach, so viele Probleme hier haben könnten. Hier irgendwas? Nein, hier waren einfach bloß die Soldaten drin, aus mir immer noch komplett unerklärlichen Gründen. Ich habe mich gesehen. Ihr fliegenden Plagegeister. Okay, vielleicht haben wir Glück und sie bleiben dort. Und sie lassen mich einfach nur in Ruhe die Kisten aufhacken. Wenn nicht, ich meine, ich habe die Axt dabei. So. Weg mit dir. Dankeschön. Ist das eine Mine? Okay. Okay. Merke, nicht gut. Ganz und gar nicht gut.
komplett ungut, sogar in Massen des Wortes bescheiden. Ah, oh, das tut weh. Okay. Das heißt, dann müssen wir wieder nach oben krabbeln und unser ganzes Zeug holen hier, müssen wir. Okay, wir gucken mal. Ist in dir noch was drinnen? Hupe, reparieren, öffnen. Haltbarkeit, Benzin, yep, ist noch alles da. Okay. Na gut. Ich sage nicht, dann müssen wir halt jetzt quasi einmal querfeld einfahren. Dir ist kalt, suchen oder Schlupf. Mir kann nicht kalt sein. Ich meine, okay, es ist jetzt noch nicht ganz... Ah, stimmt, wir haben es schon fast abends. Aber ich möchte mein Zeug haben. Ich möchte das Zeug wieder zurückhaben, also machen wir es eine Nachtaktion, was soll's. Auch wenn es mir kalt ist. Wie, weißt du was? Oh, Moment, Moment. Ich habe eine kleine Idee. Wir können ja, glaube ich, mit dem ganzen Faserzeugse können wir doch, glaube ich, eine Rüstung anstellen. Rezepte. Ein Hemd fertigen. Eine Hose anfertigen. Ah, die anfertigen. Und dann noch den hier anfertigen. So. Tragen, tragen. Tragen und tragen. So. Okay. Einmal nochmal komplett drin. So kann man es überleben. So sollte es im Bereich des Möglichen sein. Und mit dem Motorrad soll es auch ziemlich schnell nach unten gehen. Ich glaube, eine Stunde brauchen wir so ungefähr. Bis wir nach unten gefahren sind. Oh, das war jetzt... Muss ich echt sagen, das war saublöd von mir. Also richtig stockerdoof. Ich habe noch gedacht, hä, okay, ich laufe drüber, nichts passiert etc. pp. Ja gut, dann wird es wohl doch keine Mine sein, sondern vielleicht einfach nur ein normaler Filter oder so. Und wollte ihn dann abbauen. Aber wer kommt denn auch drauf, dass da oben auf einem Hochhausbau eine Mine ist? Ich meine, ich verstehe, man muss umdenken. Es ist die Zombie-Apokalypse etc. pp. Aber kommt schon. Wer rechnet denn mit sowas? Da ist auch noch EP-Bohnen verloren. 10% ist viel. 10% ist sau viel sogar. Die Erfahrungspunkte hätte ich am liebsten behalten, aber so wie es ausschaut, haben wir kein Minus gemacht im Level, glaube ich zumindest. Außer uns hat es so weit nach unten geschossen, dass die Gesamt-EP immer nimmt. Aber ich glaube, ich sage jetzt mal nein. Einfach nur, weil ich es nicht glauben möchte, sagen wir mal so. Das heißt, wir werden uns in der Nacht dann da drin in der Stadt rumtreiben. Ich meine, wir haben genug Munition. Das sollte das geringste aller Probleme sein. Oh, hallo Häschen. Die hier fahren wir nicht. Na, die hier fahren wir nicht. Hase, du bist süß. Alles andere ja, aber Hase, du bist süß. Ja, mal guck, dass wir geschwind nach oben kommen, unser Zeug bekommen. Um dann... Ja, in den Club einfach mal reinzugehen, würde ich mal sagen, oder? Doch, ich glaube, ja. Danach können wir zur Gaudi mal gucken. Weg mit dir. Weg mit dir, ich habe Besseres zu tun. Bin ich froh, dass wir da vorne so eine Art Bullenfänger haben. Macht die Sache doch wesentlich interessanter. Ich glaube, da unten gab es nämlich noch eine Ölraffinerie. Wenn wir da das Öl abzapfen können, und das ist hoffentlich viel... Das würde uns schon weiterbringen. Da könnte man nämlich den Bohrer mal nehmen und auch mal wieder in die Wüste gehen. Um nach Schiefer zu bohren, weil das bräuchte man mittlerweile auch. Ich glaube, für Teer braucht man das, aber auch für ein paar andere Sachen. Gerade für den Bau. Ich glaube auch für Munition, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre. Das könnte noch sein. Was ja das Gute ist. Wir sind auf jeden Fall wieder voll. Essen, trinken brauchen wir momentan noch gar nicht. Oh, das wäre jetzt auch noch die schönere gewesen. Wenn wir das noch gebraucht hätten. Okay, komm, gib Gas, gib Gas, gib... Nein, lasst es bleiben, Jungs. Lasst es einfach bleiben. Ihr habt schon verkackt. So, das Motorrad können wir dann direkt ins Auto noch reinstopfen, weil das muss nicht draußen rumstehen. Also, wie ich mich kenne, vergesse ich sonst wieder.
Ich glaube, da muss man Jepp. Da wird auch schon der Sack größer auf dem Radar. Ja, die Aktivität ist, wird immer größer. Ich habe gerade gesehen, nach was ich nachher hier bohren muss. Beziehungsweise am nächsten Morgen, weil nachts bohren ist keine gute Idee. Ganz und gar nicht. Eine Menge Sulfur auf jeden Fall. Im Kopf abspeichern und wenn nicht, vor Beenden der Runde auf jeden Fall aufschreiben. So, einmal, so, zack. Dich nehme ich wieder mit. Nicht fahren, nein. Hier reinschmeißen, dankeschön. So. Wie konnten wir jetzt hier hochkommen? Ich glaube, wir mussten, genau, wir mussten Parcours betreiben. Weil es wäre noch schöner, wenn wir quasi einfach rüberkommen könnten. Das Gute ist, wir sind leicht. Das heißt, wir sind ziemlich schnell im Rüberkraxeln. Auch im Springen, so wie es ausschaut. Sind mit allem recht schnell. Einmal so und einmal so. Zack und zack. Ah ja, das ist ja kein Problem hier. Ah, hätte ich jetzt größere Probleme erwartet, wenn noch mehr Zombies da gewesen wären, aber wir haben zum Glück ja gut vorgearbeitet. Richtig gut sogar. Ist da noch was drin? Ne, ist eine Handtasche. Die ist einfach nur noch da. Okay, okay. So, dolle. Einmal hoch, einmal runter. Der Balken ist safe, der natürlich nicht. Da müssen wir noch hoch. Oh, kurz mal. Darüber, zack und zack. Genau, hier war ja noch das große Drahtseiläckchen. Da möchte ich ihn noch eben gerne hin, aber da müssen wir noch warten. Da müssen wir noch einen Moment warten. Haben wir da eigentlich? Da, das war schon leer. Jetzt sagen wir die Blutzähne. Oh je. Nein, 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 nein. Wupp, wupp, wupp. Okay. Das könnten wir eventuell nicht überleben. Nein, das überleben wir sowas von nicht. Warum ist da oben auch was? Ah, wieder eine Mine. Okay, sag es bitte nicht, es ist weg. Sag bitte nicht, es ist weg. Es ist noch da. Okay, es ist mitten in der Nacht. Und ich hätte vielleicht mir was mitnehmen sollen. Okay, hier. Okay, da werden wir einmal tragen. Ist ja nicht verkehrt. So. Wie mache ich das am blödsten? Hm, haben wir eine Magnum oder sowas? Ja, so ein Gewehr mit Einzelschuss. Auch nicht das Schlechteste. Kann ich vielleicht... War eigentlich... Kann ich schlafen? Nee, hier kann ich auf jeden Fall nicht schlafen. Kann ich irgendwas machen? Ich meine... 150 Schuss sollte doch mehr als ausreichend sein. Hier wieder mit reinnehmen. Hm. Granate, Gedönse. Eigentlich müsste ich jetzt sagen... Ich muss ja runter. Die Verbände nehmen auf jeden Fall mit. Oh genau, warte mal. Ich kann doch jetzt Verbandscash machen. Oder Blut, Alkohol, Verband und Neset. Gärgasten, Alkohol. Haben wir sowas? Haben wir Alkohol? Haben wir. Sogar viel. Okay. Dann war das andere noch... Verbände, Neset, Blutkonserve. Blutkonserve, Verbände und irgendwann haben wir noch ein Neset, oder? Ja, haben wir auch. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Okay, so.
Dann brauchen wir noch Holz sowieso, schaut, weil ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts mehr. So, hier mitnehmen. Oh, okay. Egal. So viel machen wir machen können. 17 Stück ist eine gute Anzahl. 17 Stück ist nicht verkehrt für den Moment. Zack, zack, zack. Dann Blutkonserven wieder mitnehmen. Und dich hier mitnehmen. So, die Frage ist... Weißt du was? Ablegen? Ich nehme lieber... einen Hammer mit. Hehehehe. Yep, ich glaube, das da bin ich zufrieden mit der Welt. Bin ich richtig zufrieden mit der Welt. Was wir den mitnehmen. 20 Sekunden, das ist auch durch nach und nach. Oh, es sind viele, die da rauspumpt. Können wir gleich ausschalten, wenn es soweit ist. Dann tun wir die Nacht noch ein bisschen was anderes machen. Bevor wir uns auf den Weg machen. So, dankeschön. Holz wird mitgenommen. Ich nehme eine wesentlich bessere Idee. So, du mitnehmen, du kommst hier drin. So, wir haben Steine, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Es ist hier... Oh, wir können immer noch mehr einschmelzen. Das ist schon mal gut zu hören. Steine haben wir auch bis zum Umfallen. Das heißt, lasst es rödeln bis zum Umfallen einschmelzen. So. Dich brauchen wir hier auch nicht. Und wenn es schon mal so lange läuft. Bräuchten wir Messing. Haben wir irgendwas? Ja, nee, das haben wir gerade natürlich nicht dabei. Eisendart. Munition. Mhm. Geschossspitzen, Blei und Lehm. Beim Messing haben wir beides nicht vorhanden. Eisenrahmen, Eisenpfosten, Stufen. Ursicheres Glas. Bringt man auch noch ein bisschen Blei, Stahlgerüst, Ziegeldinger. Ja, das ist momentan nicht so wirklich was da, was man nutzen könnte. Okay, was soll es? Der schafft auf jeden Fall. Oh, oh, seid ihr fertig? Yep. Oh. Aufpassen, wo ich hinschlag. Das heißt, theoretisch müsst ihr oben auch fertig sein. Essen brauchen wir gerade. Nein, brauchen wir nicht. Jetzt sagen, wollen wir nicht mitnehmen. Wir haben ja quasi. Mitnehmen. Ja, Kartoffeln. Mais. Alles da, was wir brauchen. Heidelbeeren, Himbeeren. Kürbisse, müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar mehr Samen rausbekommen. Ah, so mehr. Oh. So. Leicht gehauen. Leicht verhauen, so, Entschuldigung. So läuft es nämlich wesentlich besser. Yucca-Frucht. Auch mitnehmen, auch mitnehmen. So, was ist mit euch? Kartoffelpflanzen. Zieht doch. Alles lecker aus. Okay, alles abgefackelt, alles abgebaut. Ich hab gefackelt, so ein Spaßsinn. Kommt alles hier rein. Können wir noch was machen? Beete und Felder. Ich glaube, da können wir doch noch ein bisschen was herstellen, der Beete und Felder. Braucht, nein, Nitratpulver. Das ist das, was wir gebraucht haben, Nitratpulver. Verstärkte Zugbrücke. Wandtresore. Ja, das hat ihm auf jeden Fall gut rauchen können. Okay, ich habe... Na gut, komm, dann weg damit. Ich schmeiß gerade hinter mir ein paar Sachen in der Gegend rum. Können wir noch irgendwas nebenbei machen? Automatische Schrot finden. Geschütz. Dartfalle. Hätte ich auch noch was. Druckplattenmine. Es gibt vieles, was wir machen können. Duftfetamine, ja, die hat mich getötet. Das Ding hat mich, Entschuldigung, das Ding hat mich getötet, hey. Traghubschrauber. Können wir den vielleicht einfach machen, dass wir mal sagen, wir fangen mit dem Hubschrauber in der Gegend rum. Tragschrauber-Zubehör. Dafür brauchen wir einen besseren Mechaniker, so wie es ausschaut.
Dafür brauchen wir. Durch das Gefecht außer Kraft gesetzt. Oh, komm schon, ernsthaft. Die mögen mich echt nicht, die mögen mich echt nicht. Okay, wir haben hier ein paar Verbandskästen. Ach stimmt, wir können welche mitnehmen. Pass auf, wir können ja quasi dann welche mitnehmen. So fünf Stück ist ja nicht verkehrt, würde ich sagen. Wir haben den Hammer, den wir danach auseinanderbauen können. Yep, das passt auch soweit. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ich habe irgendwo mein Mini-Motorrad. Wir tun auf irgendwo. Ah, hier. Dass wir das auf jeden Fall mitnehmen für die ganze Aktion. So, weil es ist ja relativ hell eigentlich. Wie viel Sprit hast du noch drin? Jede Menge Benzin sogar noch. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Okay, dann gibt es eine Nachttour. Ach, die guten alten Zeiten. Als man hier quasi noch mit dem Moped überall rumgefahren ist. Oh Mann. Ich sehe jetzt schon, das kann nur schlecht ausgehen für uns. Aber macht nichts. Sobald wir im Auto sind, wird alles besser. Sobald am Tag ist, wird sogar noch alles besser. Und nachdem wir es nach oben bauen werden, sehe ich mit nichts mehr irgendwelche Probleme auf uns zukommen. Ich könnte noch eine Knarre nehmen, aber das möchte ich eigentlich eher nicht, dass ich nicht nochmal irgendwas verliere. Ich würde sagen, es sah nach Wasser aus. Aber zum Glück nicht. Zum Glück nicht an der Stelle. Doppelt XP verloren. Ja, weiß ich auch nicht, was ich kurz sagen soll. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das gibt eine... Und das ist die 100. Folge. Fällt mir gerade auf. Das ist die 100. Folge und das ist das, was ich biete. Definitiv nicht gut. Ah, Entschuldigung dafür, Entschuldigung. Was zum... Ach so. Na komm. Wut. Und zack. Na, wir können das Licht sogar ausmachen, es ist hell genug. Und ich überlege gerade, der hat wahrscheinlich gerade ein Doppeltrauma von der ganzen Aktion hier bekommen. Hier, oh meine Güte. Ich möchte nicht mit ihm tauschen wollen. Oh. Ganz und gar nicht sogar. Hallöchen. Oh. Okay, der hat eh nichts mehr gespürt, würde ich mal behaupten. Das passt schon soweit. Das ist in Ordnung. Ich überlege gerade, wie komme ich jetzt am klügsten darüber, wenn ich mich direkt hochbaue? Da habe ich wahrscheinlich das Problem, dass der Vogel wieder da ist. Also muss ich eventuell doch wieder Parkouring betreiben. Ich meine, Zombies können uns nicht folgen. Dafür gibt es viel zu viele Löcher überall. Vogel ist das einzige Problem in der Luft, aber ich habe einen Hammer, mit dem ich hoffentlich den Vogel niederwalzen kann. Und die dicke Bertha, die da oben ist. Dass ich die auch vor uns wegmache. Bringen so einen Sammelpunkt. Stimmt, ich müsste mir vielleicht auch mal wieder ein paar... Weg mit dir. Ein paar, sagt es mir, Quests machen. Oh, und zum Händler mal gehen. Weil ich glaube, soweit ich weiß, müsste der Händler auch ein paar gute Sachen zum Verkauf anbieten. Wenn ich mir jetzt nicht ganz sage, oder sagen wir es mal so. Hallöchen. Boom up. Au. Super. So viel zu dem Thema. Okay. Ich habe keine normalen Verbände, stelle ich gerade fest. Ich habe keine normalen Verbände, aber das ist jetzt egal. So geht's mir zumindest richtig gut. So geht's mir richtig gut. Nein, bitte nicht verfolgen. Bitte nicht verfolgen. Liebe Zombies, verfolgt mich nicht. Das kommt nicht gut an. Das ist... Das hat sowas für Stalking. Und ich weiß nicht, ob es ihr wisst, aber Stalking ist keine gute Eigenschaft, Zombies. Das ist definitiv nicht.
So kann ich wieder ausmachen. Ich meine, wenn, dann hören sie uns eh. Das kann ich nicht verhindern. Es hat ein kleines Mopedchen. Und wenn wir jetzt nochmal sterben, dann werde ich quasi vielleicht einen Rage Quit machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir nämlich alle Fahrzeuge da hinten. Etwas da so? Nein, diesmal nicht. Was nicht so gut ist. Genau, kämpf lieber mit dem Wildschwein. Ich glaube, da hast du mehr davon. Na, aber es ist schlimm, dass die Zombies nachts nicht schlafen oder tagsüber. Das ist, ich meine, tagsüber sind sie nicht unterwegs. In der Regel zumindest. In der Regel, muss ich mir mittlerweile sagen. Wenn zumindest mal irgendwelche die Zombie-Tiere nachts schlafen, das wäre schon schön. Das wäre dann wesentlich entspannter. Ach, der ganze Zement. All die ganze Aktion. Oh, Hallöchen. Bauarbeiter sind gefährlich, die haben einen Helm auf. Da frage ich mich, wenn ich sie mit dem Schlösschammer schlage, macht es da ein Klonk-Geräusch? So Klonk. Oder eher weniger. Das nur so viel ist mehr, seht ihr. Nein, natürlich bin ich jetzt noch nicht. Noch haben wir ein paar Minuten. Denn der Triumph soll ja sein quasi, dass wir unser Zeug zurückbekommen. Ich hoffe so inständig, ich weiß, sonst verfeile ich echt. Sonst... Ah, nee. So, meine Jutzen. Ich bin so quasi hier. Aber so schnell wie es geht an dem Ding vorbei. Hüppalöchen. So, einmal zack und einmal zack. Ups. Und zack. Ach, wir haben kein Licht, gell? Na, wir haben kein Licht. Okay. Dann wird das jetzt ein etwas interessanter Trip werden. Aber es ist ja zumindest ein bisschen Licht da. Ups. Da musste man rüber. Parkouring im Dunkeln. Einmal so rüber. Ups. Bin ich? Ja, ich bin drauf. Okay. Huh, jetzt hatte ich gerade schon Schiss. Eventuell den dorthin setzen. Ja. Ja, weiß er nie. Was als nächstes hier passiert. Da kann ich ganz normal laufen. Genau, das war hier. Ich bin so froh, dass sie nicht großartig klettern können. Sie können rumspringen, machen und tun, aber im Endeffekt... sind wir als Mensch doch noch besser mit unserer Agilität. Okay. Nein. So, das Gute ist, wir haben Mondlicht. Das hilft uns schon mal ganz viel weiter. Oh je. Wie oft muss ich jetzt hier noch entlang laufen? So. Wir haben es auf ein neues geschafft, hierher zu kommen. Oh je. Okay, Moment. Ich sehe niemanden. Gute Frau. Habe ich dich hoch? Okay. So, Nummer uno. Stiefel, yep. Und jetzt sag mir bitte, da ist noch rechtzeitig gekommen. Oh ne, ich sehe nichts mehr. Komm schon. Nein. Böses Spiel. Warum komme ich jetzt nicht mehr hoch? Ist denn hier nichts mehr? Ist jetzt der neue Rucksack der da hinten oder wie? Nein! Oh doch, warte, Moment, da ist was. Rucksack! Ja!
zersiegen. Haben wir sonst noch irgendwas bei mir gerade dabei? Yep, haben wir. Zack, hier. Zack, zersiegen. Gut, was? Oh ja, nein. Wo ist er denn? Ja, wir haben alles. Ich habe alles, was ich brauche, wieder zurück. Oh, ich bin so happy. Ich bin happy. Lalalala. So kann die 100. Folge enden. Ich sag nicht mehr dazu. Okay. Okay, kurz und bündig. Du da und dorthin. Oh, das sieht so gut aus. Jetzt geht's mir wesentlich besser, nachdem ich mein Zeug endlich wieder zurück habe. Okay. Das heißt so viel wie. Ich hoffe, ihr hattet. Oh, ja, bitte mitnehmen. Viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr bei der Folge 101 mit dabei sein könntet, denn da geht's wieder etwas besser voran, nachdem wir jetzt quasi oben sind und wir können sagen, auf zu den Nachbargebäuden und natürlich zum Öl. Auf, dass wir mit dem Loot auch nach Hause kommen. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und wie immer, tschüss alle.